Und damit willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Lego City Undercover. Ja, zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass unser Fortschritt, den wir hier gemacht haben, nicht abgespeichert wird, wenn man das Spiel beendet. Zwar wurde dieser Superstein hier noch als eingesammelt, eingezeichnet, also man hat den jetzt nicht nochmal einsammeln können. Allerdings, dass ich das Tor aufgemacht habe für nächste Aufnahme oder so, das wurde nicht mit abgespeichert. Ich musste jetzt so nochmal den ganzen Weg erneut gehen, nochmal die Rätsel lösen, ist aber nicht so wild. Letztendlich sind wir jetzt wieder hier. Und ja, gut, wir sind jetzt bei den ganzen Gefängnisleuten. Ja, wie heißen die? Die heißen Verbrecher. Verbrecher heißen die, genau. Mal wieder eine Kamera, die mir so gar nicht gefällt. So, unsere Aufgabe ist es, hier einen Typen kennenzulernen, der irgendwie weitere Informationen oder so hat zu Rex Fury, glaube ich. Hey du, du gehörst in den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof. Nicht schlecht, Mann. Kannst ja richtig gut mit die Worte. Super, ne? Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Sie ist wieder spät dran. Ja moin, die brauchen also einen Basketball. Wo gibt's denn den? Da drinnen gibt's irgendwas. Gehen wir da mal rein. Natürlich gibt es hier auf der Gefängnisinsel auch extrem viel zu entdecken. Da ja auch alles schön hier kaputt schlagen. So gut wie es geht, da sind Bananen zum Beispiel auch drinnen. Und mal sehen, ob wir dann auch irgendwas finden. Hier zum Beispiel, hier kann man noch was aufbauen. Was wird es? Ein Sprungkatapult. Okay, dann let's go. Wo komme ich hin damit? Hier auf die andere Seite, okay. Komme ich zu einem neuen Bereich, der mir jetzt nur... Ach, da ist der Basketball von den Jungs. Ja, gib mal den Ball her. Scheiß mir keinen Regel, das. Ja, die wollen natürlich dann gleich angreifen. Das mal abgewehrt. Hier sind zwar schon im Gefängnis, aber trotzdem nochmal festnehmen ist nicht verkehrt. Oh, schön. Komm her. Greif mich ruhig an. Hast keine Lust? Okay, tschüss. Ich bin doch nur ein kleiner Fisch, der ein paar Armbanduhren klaut. So. Dann wäre das erledigt. Da ist der Basketball, aber ich zerstöre gerne nochmal alles. Aber mehr können wir hier auch nicht machen. Aber einen schönen Grill habt ihr hier. Der ist nicht schlecht. Dann gehen wir mal hier hoch mit dem Ball. Dann hier runter zu den Dudes. Unser Ball! Na gut, wir lassen dich rein. Da müssen wir hin, aber da will ich noch nicht hin. Ich möchte erstmal ein bisschen Basketball spielen. Immer hier in der Mitte. Ah, das war leider daneben. Ah, wieder. Mist. Ein Ball habe ich noch. Das sieht schon besser aus. Ja, sehr schön. Boah, es war knapp, aber ist auch noch drin. Was schwieriger daneben. Schade. Na gut, machen wir mal ganz normal weiter hier im Programm. So, das ist Blue. Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Na, oh, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich ruf dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Hier.
Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Ja, moin. Auf jeden Fall ist das hier sehr interessant. Und da geht es auf zur nächsten Spezialmission. Man das ja hier nennt, Spezialauftrag. Und darauf freue ich mich sehr. Scherereien in Sicht, so heißt die Spezialmission. Was ist hier los? Gut, dann müssen wir jetzt 6 Verbrecher wieder ihren Zellen verfrachten. Das ist doch leichter gesagt als getan, ja. Komm du erstmal als erstes hier, ja. Oder obwohl, so schwer ist es halt auch nicht, wenn wir schon den ersten haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar hier ganz schön gut versteckt sind. Oh, jetzt bist du da drin. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. Ein bisschen zu spät, oder? Dass du hier gelandet bist. Das sagt schon einiges aus. Okay, hier ruhig alles zerstören. Wir kennen es ja von den von der letzten Spezialmission. Dass man einfach alles zerstören soll, weil kann ja sein, dass man irgendwie was findet. Da ist der Gefängniswärter, der einfach viel zu alt für diesen Job ist. Hätte die Schule nicht abbrechen sollen. Das wäre eine Maßnahme gewesen. Allerdings hast du es dir selber verhauen. Oh, da ist gleich der nächste. Bin erstmal abgeblockt und tschüss. Rein mit dir in die Zelle. Ja, du kommst gleich auch noch hinterher. 3 von 6. Dann werden wir erstmal hier alles weitere zerstören. Tschüss. Ja, die sind doch hier alle auf einem Fleck. Nicht sehr interessant. Ich dachte, die sind jetzt hier überall verteilt. Aber nee. Hier nochmal ein bisschen was zerstören. Doch, das kann ich. Oh, der Billardtisch. So, du lässt das mal hier schön in Ruhe. Da. Gute Arbeit. Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue, der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Komm ein. So, ich wollte hier hinten nochmal hin, weil da habe ich auch so einen blauen Stein noch gesehen. Und mein Ziel ist es natürlich, die Münzen alle oder komplett hier zu haben. Ist die Leiste halt. Da brauchen wir jeden blauen Stein. Generell hier nochmal alles so ein bisschen zerstören. Ist sowieso nicht verkehrt, aber ja gut, mehr ist hier auch nicht, außer hier ein paar brennende Fässer. Die ich nicht verbrennen möchte. Okay, dann öffnen wir mal den Schrank. Und da haben wir eine neue Ausrüstung. Und zwar Chase McCain als Räuber. Dann verwandeln wir uns mal. So. Und somit haben wir natürlich auch neue Fähigkeiten freigeschaltet. Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex' Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des 2. Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. So, genau. Neue Fähigkeiten bedeutet, wir können als Räuber jetzt Türen aufbrechen. Und wir haben ja schon auf der Oberwelt hier und da mal eine Tür gesehen, die zugebrochen ist. Oder zugebrochen. Die zu ist generell. Von daher
haben ja nun die Möglichkeit, diese nun aufzubrechen. Allerdings nicht jede Tür. Es gibt manche, die sind ein bisschen verstärkter zu. Die kann man ja später, aber von Zeit kommt Rat. Und wir haben mit dem Räuber noch andere Fähigkeiten, die noch mit der Zeit kommen und ja, die ich dann auch dementsprechend dann erkläre. Hier bauen wir erstmal unseren Polizist. Für, keine Ahnung für was. Schlüssel wahrscheinlich. Tür. Ja. Ja, genau. Aber Moment mal, hier gibt es doch bestimmt noch anderes. Hier links war ich nämlich noch gar nicht. Hier kann man nämlich noch was aufbrechen. Ach. Seht mal da. Ein roter Stein. Hier, das sind auch sehr, sehr spezielle Steine. Und ich finde es krass, dass man hier einen so schnell findet. So, der rote Stein. Es gibt in jedem Spezialauftrag immer einen roten Stein, den man finden kann. Und diese roten Steine sind dafür da, um, ja, Extras freizuschalten. Was dieser rote Stein freischaltet, das werden wir am Ende des Spezialauftrages erfahren. Ich weiß es jetzt nicht. Kann auch des Öfteren nützlich sein. So, hier kommen wir auch nicht weiter. Wir haben keine Karte, wir haben nur einen Schlüssel. Okay, dann können wir hier rechts hin. Aber mega geil, dass wir so einen roten Stein jetzt haben. Ich habe auch schon hier und da mal einen roten Stein gesehen. Ihr vielleicht auch. So, aber na gut, machen wir erstmal hier weiter. Wand durchbrechen, das Bett abbauen. Ich bin kein schlechter Kerl. Ey! Ich weiß es dir, wenn du mich gehen lässt. Ja, moin. Versuchen natürlich jetzt alle rauszukommen. Aber ja, ist wahrscheinlich das erste Mal seit Jahren, dass die mal wirklich eingebuchtet werden. Komm halt damit nicht klar. Der Typ hier, der Gefängniswärter, andauernd schläft und so. Ey, das ist doch. Kotzen. Dann auf nochmal hoch. Ja, wir können auch hier so eine schöne Rolle machen. Das ist auch sehr, sehr stylisch. Ah, jetzt geht es. Genau, hier ist eine Fisch. Das ist so eine verstärkte Tür, die wir nicht aufbrechen können. Daher ist genau gleich hier ein perfektes Beispiel da. Aber hier die Tür aufbrechen. Hier muss man halt A immer spammen. Aber ist leichter als das. Gibt es hier einen Zahlencode? Da muss man im richtigen Moment A drücken, sobald es grün aufleuchtet. Auch nochmal etwas, was nur der Räuber kann. Dann haben wir hier so eine Karte. Über, ja, dieses Mal läuft es doch ganz gut. Fahrstuhl schon außer Betrieb. Ja, ich denke mal, hier hat schon ewig keiner mehr hier irgendwie irgendwas repariert oder so. Naja. Machen wir mal das Kraftfeld aus. Das hindert uns jetzt an der Weiterreise. So. Oh. Generell haben wir jetzt den Strom ausgemacht. Bedeutet. Das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Ja, da jetzt der Strom weg ist, sind halt auch die anderen frei. Wollen uns natürlich daran hindern, weil sie einfach gewalttätig sind. Frank, was weiß ich noch alles? Schau ich auch immer hier rein, ob es da irgendwas hingibt. So, tschüss. Das ist keine Gefahr mehr und du kriegst Handschellen an. Hier wieder eine gesperrte Fähigkeit. Hier kann man was aufbrechen. Das ist die Frage, wo geht's weiter? Ja, wo geht's weiter? Hier kann man rein. Ja, moin, 1 von 4. Okay. Okay, da war nicht weiter. Okay. Dann wissen wir, dass wir solche komischen Knochenhaufen kaputt machen müssen. So ein Polizeimarkenteil zu kriegen. Frage ist nur, ob wir an alle rankommen. Was? Was ist das für Musik? Musik spielt ja auch eher weniger hier. Generell in Lego City Undercover. Jetzt hier ist so eine, ja, sag mal, Western-Musik oder so im Hintergrund.
die mega geil ist. Also ich finde, das hat schon was. Okay, gehen wir hier erstmal rein. Die Bausteine mit. Sonst ging es hier jetzt nicht hoch. Nee. Okay, gut. Das ist dieses besagte Büro. Oh, er ist sogar da. Ich glaube mal, der geht erstmal auf Klo. Ja, der geht auf Klo. Zerstören wir gerade erstmal sein Eigentum hier. Bist du drin? Ja. Der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Das ist seine Privattoilette. Ha, ich wusste es. Die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. So, wir haben gerade einen Häftling bekommen. Den können wir freischalten bei der Polizei. Tür irgendwie versperren. Machen wir denn das? Da können wir was machen. Den Kronleuchter runterholen. Ja, mein. Ja, das sieht effektiv aus. Das sieht sehr effektiv aus. Nice. So schnell kommt er da nicht raus. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Nein. Wer ist da? Oh, ein Safe. Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Gut, aber erstmal möchte ich hier den die anderen Sachen hier mal zerstören. Wenn es geht. Ja, hier die Blume zum Beispiel. Aber sonst irgendwie was finden, tue ich jetzt hier nicht. Couch braucht er auch nicht. Ich bin noch im Teamspeak, ja mein. Wir können ja mal reiten. Nach unten. Und? Ja. Das ist ja nice. Wird schneller und schwieriger, aber bis jetzt passt es. Ein Fail hatte ich, aber das passt. Das ist meine Zwillingsschwester in dem Hochzeitskleid, nicht ich. Ich dafür irgendwas? Oh, kaputt. Wer ist da? Ja, eine Polizeimarke gab's. Ja, geil. Das ist doch super. Gut. Nein, ich gehe jetzt zum Safe. Was gibt's da drin? Ein Schlüssel oder was ist da? Eine Schallplatte? Oh doch, die packen wir jetzt hier mal auf den Plattenspieler. Was ist da draußen los? Überall wird diese Musik abgespielt. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Oh. Okay, was ist da jetzt so? Ah, wieder so ein Bedienungsfeld. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Das stimmt. Nicht nur in Minecraft, wo man ein Bild hinsetzen kann und man kann da durchlaufen, sondern auch hier in Neo City. Mit einem Fahrstuhl. Ist das nun dieser besagte Geheimgang zu Rex Fury? Okay, ein Ladevorgang. Ah, okay, nur ganz kurz. Ich dachte schon. Hab mich schon sehr doll gewundert. So, was kann man hier denn erreichen? Da kann man durchbrechen, aber unter nicht. Geht doch die Zelle von Rex.
Okay, hier kann man. Boxsack und Gewichte? Na toll. Wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht. Interessant. Ein versteckter Knopf. Ja, Mann. Jetzt? Ah, eine Lampe leuchtet auf. Dauerhaft? Ja. Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Jetzt gibt's eine Tracht Prügel. Du willst Nein. verlieren. Nutzen einfach den Whirlpool. Wir haben auch einen Leben. Also den festnehmen und nicht hier zusammenbauen. Egal. Was kriege ich da? Umfeld? Hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow. Die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Jo, ich, sorry für die Teamspeak-Geräusche. Ich bin jetzt einfach mal schnell in Aufnahmeschnelle gegangen. War ja nicht mehr zum Aushalten. So, wir haben hier noch zwei andere Objekte. Da man A drücken. Oder? Ja. Einfach A drücken. Dann, ja, gut, eine Trommel oder so. Denkt mir das? 1 von 2. Okay. Ja, ein paar Geld. Geld nehme ich gerne an. Vielleicht schaffen wir das wirklich dieses Mal mit 100% hier in Münzen. Kennt ihr diese Dinger, die man so als Kind hatte? Hatte ich zumindest. Wir haben jetzt schon 2 Polizeimarken. Mega geil. Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? Was? Ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack? Ja, mein. Ja, so schlecht ist die Musik nicht. Schön actionreich. Okay, wir sind fast hier durch. Fast alles zerstört, was man wirklich zerstören kann. Wir sind halt sehr, sehr gründlich. Und hier gibt es einen weiteren Knopf, aber vorher will ich den Whirlpool mal ein bisschen zerstören. Aha, noch ein versteckter Knopf. Drücken wir mal den Knopf. Ich denke mal, dritte wird dann da sein, wo es hier hoch geht, hier links. Oder? Ich möchte erstmal die Münze haben, danke sehr. Moment mal. Alles zerstören, sagte ich. Okay, gut. Chase, gut festhalten. Nicht runterfallen. Das könnte auch ein bisschen schmerzhaft sein. Obwohl, du bist ja schon einiges gut. Das heißt, du bist abgehärtet. Okay, eine Spur. Wohin führt sie? Wahrscheinlich geradeaus, weil die Option gibt es hier auch nicht. Okay. Ah, das sieht nach einem Knopf aus. Genau, alles zerstören. Münzen nehmen. Da ist der letzte Knopf. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter... Moment, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Ja, das hast du. Okay, dann geht's jetzt hier durch. McCain! Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett. Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es. Hm, interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's... Vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain. Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern.
Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Hat er auch sicher nicht die hier benutzt? Hier kommt das Vögelchen! Okay, Spezialauftrag erledigt, neue Informationen sind ans Licht gekommen und wir haben freigeschaltet Stats mal 2. Bedeutet, wenn wir Lego-Steine einsammeln, kriegen wir das Doppelte nun. Und das wird in unseren nächsten Missionen sehr hilfreich sein, wenn wir diese 100% erreichen wollen. Allerdings müssen wir das auch erstmal freikaufen. Das werden wir am Anfang des nächsten Parts direkt machen. Ein weiterer goldener Stein. Und wir werden erstmal die Story fortsetzen. Und dann, wie gesagt, wir schauen jetzt, was gibt's jetzt hier noch. Und dann werden wir im nächsten Part, den Part in der Polizeistation starten. Hey Chase. Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe... Weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Ja, wir haben die Züge freigeschaltet. Nun können wir auch mit Zügen fahren, wo wir schon mit dem Auto über die Gleise gefahren sind. Und das ist der Hauptbahnhof. In der Nähe des der Polizeistation. Ja, noch ein Bahnhof freischaltet. Ich glaube, es ist der Bahnhof bei der Mine. Ja, sieht von der Umgebung her auch so aus. Ja, noch weitere Bahnhöfe freischaltet oder war es das erstmal? Gibt ja einige. Ja, das war's. Okay, dann werden wir den nächsten Part, wie gesagt, in der Polizeistation starten. Aber vorher möchte ich hier kurz was schauen. Da gibt es nämlich noch einen Mannequin zum Freischalten. Ja, geil. Da fällt mir ein. Da gab es doch auch was bei der Polizeistation, oder? Und hier ja auch. Gibt hier generell noch eine Menge. Okay, dann machen wir das jetzt noch schnell. Hier gibt es nämlich ein paar Steine. Ja, gut. Die nehme ich gerne an mich. Wow, eine ganze Menge. Uiuiuiui. Und... wie gesagt, bei der Polizeistation gab es auf jeden Fall etwas. Da bin ich mir ganz sicher. Daher werde ich da schnell hinlaufen, bevor ich den Part beende. Könnte ich natürlich am Anfang des nächsten Parts auch machen, aber ja. Ich möchte das schon so timen, dass wir den Part in der Polizeistation starten. Weil ich dann nicht lange warten muss wegen Ladezeiten und so. So, hier gibt es nämlich auch noch einen Mannequin. Und ein roter Stein noch dazu. Ja, geil. Einerseits. Grubby Grubster, okay. Und... was schaltet dieser rote Stein frei? Datenscan-Upgrade statt Herausforderung. Okay, geil. Gut, dann bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und bye bye.